Top-Talent Kai Havertz von Bayer Leverkusen ist vom DFB mit der goldenen Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet worden. Der 19-Jährige erhielt den Preis in Heidelberg in Abwesenheit, da er im Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw für das Länderspiel der Nationalmannschaft am Abend in Sinsheim gegen Peru steht. Havertz wurde im Bereich U19 geehrt. Silber ging an Arne Meyer von Hertha BSC, Bronze an Manuel Winsheimer vom Hamburger SV. DFB-Präsident Reinhard Grindel betonte bei dem Festakt mit Blick auf das WM-Debakel der Nationalmannschaft, dass wir Spieler brauchen mit Ecken und Kanten, die mehr Eigenverantwortung übernehmen, die wir vielleicht in Russland vermisst haben, die aber in Brasilien da waren, den ersten Platz für herausragende sportliche Leistungen, wie es der Deutsche Fußballbund erklärte, in der U18 ging an Noah Katterbach vom 1. FC Köln. Bei den Juniorinnen wurde Tanja Pawolik vom 1. FFC Frankfurt ausgezeichnet. Vorgänger von Havertz waren unter anderem die Weltmeister Matthias Ginter und Benedikt Höwedes. Punkt. Die Medaillen sind nach Fritz Walter, dem Helden von Bern, 1954 benannt.